Wie ihr seht, kommen mehr Vögel von Süden zurück. Mehr Vögel kommen von Süden zurück. Und das heißt, dass der Frühling nicht mehr weit ist. Wir haben jetzt den ersten meteorologischen Frühlingsanfang. Den meteorologischen Frühlingsanfang, den ersten. Und wie ihr seht, kommen die ganzen Vögel auch wieder zurück. Ich habe mich gerade vor denen erschrocken, der war ja riesig. Was das auch war, weiß ich nicht. Ja, die Wolken da hinten sehen so schön pastellfarbig aus. Deswegen mache ich jetzt noch eine Aufnahme, wie ihr das alles seht. Aber der Vogel kam auch wieder von nichts, ey. Der große, der jetzt gerade ankam, der kam von nichts. Ich habe aber die ganze Zeit. Ich war hier so am Aufnehmen. Ich habe die ganze Zeit hab ich auch die Richtung aufgenommen, wegen den kleinen Vögeln, da die Haie flog. Da habe ich ja nichts gesehen. Jetzt habe ich ja gar nichts gesehen. Und da, wie ich da die Kamera hier nach links geschenkt hatte, wegen den kleinen Vögeln, da kam er wieder von rechts, da kam er wieder eiskalt von rechts. Von nichts, dieser große Vogel. Also, das ist schon krass. Da muss man wirklich schon aufpassen, wenn solche Vögel herfliegen, echt. Es ist nicht einfach, das aufzunehmen, alles. Wirklich nicht einfach, Leute. Oh, die Wolken werden immer mehr schöner. Hier kommen wieder noch mehr Vögel zurück. Nein. Verfehlt. Mist. Nur weil die Kamera jetzt unscharf geworden ist. Da hinten auch wieder. Bei den großen Vögeln muss man schon wirklich ehrlich gesagt Acht geben, wenn der kommt. Nichts passe ich besser drauf auf. Aber ich habe am Anfang wirklich nichts gesehen auf der rechten Seite. Rechts gar nichts gesehen, wo ich jetzt die Kamera hinhalte. Da habe ich wirklich nichts gesehen. Gar nichts gesehen auf der rechten Seite. Kurz nachdem ich da links geschwenkt hatte, linke Seite geschenkt hatte, da kam der von der rechten Seite, der große Vogel. Da kam von nichts, dieser große. So, dann wünsche ich allen schönen guten Morgen. Erstmal ist es arschkalt. Ich gehe jetzt auch wieder kurz rein. Fröstel mich jetzt gerade schon ein bisschen ab. Und ja, wünsche euch allen schönen sonnigen 1. März, meteorologischen Frühlingsanfangstag.